Chinaböller D, die Öko-Version von Kellerfeuerwerk. Wir wissen alle, dass das schlecht ist, aber wir testen ihn heute mal. Holst du uns mal einen raus? Oder ein, zwei Stück. Genau. Also, der Böller ist halt, ja, man sieht schon, sehr dünn. Hier in der Mitte kann man ihn mega leicht eindrücken. Und hinten, da ist nur so eine Papphülse dran, aber wir schauen mal. Viel Spaß mit dem Video. So, Öko-Böller von Kellerfeuerwerk. Kann ich ein bisschen näher rangehen? Ja, der ist einfach nur geploppt.